Natalie ist 21 Jahre alt und im 5. Monat schwanger von Ehemann Kevin. Das Besondere, die beiden sind schon dreifache Eltern, nämlich von den Töchtern Emily 4, Alena 1,5 und Leonie 3 Jahre alt. Und nun erwartet Natalie gleich 2 weitere Babys. Hier. Nummer 4 und 5 waren vollkommen ungeplant, aber nun werden sie freudig erwartet. Vor 3 Monaten war von freudiger Erwartung keine Rede. Die erneute Schwangerschaft, für alle ein Schock. Ist jetzt 5. Woche, also 6. Woche. Und ich soll mir jetzt bis nächste Woche Freitag überlegen, ob ich das gerne haben möchte. Die Entscheidung liegt dann halt bei nächste Woche Freitag, ob wir es behalten oder nicht. Ob Tendenz oder sonst irgendwas, nee, habe ich überhaupt noch nicht. Ich möchte mir das erstmal einfach gründlich durch den Kopf gehen lassen, möchte ich das. Es sind dann immerhin 4 Kinder. Da dachte Natalie noch, dass sie nur ein Kind erwartet. 3 Wochen später erfährt sie, dass es sogar Zwillinge werden. Wir saßen dann abends zusammen im Bett und haben natürlich geredet, was gut ist und was schlecht ist. Und dann sind wir halt dazu gekommen, nee, sowas treiben wir nicht ab. Die Herzen schlagen ja auch schon. Es gibt viele Sorgen, was auch schief gehen könnte. Das ist zum einen die Schwangerschaft. Ist ja, glaube ich, dann sogar eine Risikoschwangerschaft, wenn ich es richtig verstanden habe. Und so am meisten Angst habe ich davor, ewig lange im Krankenhaus bleiben zu müssen. Werden wir auch zusammen schaffen. Die bald 5-fache Mutter ahnt, dass viele Menschen ihre Familienplanung kritisch sehen. Werden wahrscheinlich einige so sehen wie meine Mutter, die das ja auch nur allzu gerne, glaube ich, im Fernsehen öffentlich preisgegeben hat, dass ihre Tochter mit 5 Kindern wahrscheinlich nie eine Ausbildung machen wird und nie arbeiten würde. Ich denke, das denken sehr viele. Aber nein, täuscht euch nicht. Erst einmal müssen die Babys gesund zur Welt kommen. In der 19. Woche gibt es Grund zur Sorge. Die Frauenärztin überweist Natalie ins Perinatalzentrum nach Hamburg-Altona. Was mir jetzt schon auffällt, ist, dass das erste Kind auf der rechten Seite von Ihnen ein bisschen kleiner ist als das zweite auf der linken. Bis zum nächsten Kontrolltermin sollten sich beide Kinder gut weiterentwickeln. Solange organisiert Natalie das zukünftige Leben als Großfamilie. Dazu gehört ein neues Auto, ein 7-Sitzer. Ohne anschneiden. Nee, mit anschneiden. Das ist der neue Gebrauchte. Ja, aber er hat genug Platz, wir passen alle rein. Der macht noch, der sieht auch noch top aus. Wir haben den von unten gesehen und der hat so gut wie nichts an Rost. Toi, toi, toi. 1.550 Euro hat die 15 Jahre alte Familienkutsche gekostet. Es gibt jedoch einen Haken. Fahren kann ich aktuell noch nicht, denn wir haben den gerade erst hergeholt. Und da haben wir dann gemerkt, dass der ölt, dass der Öl verliert über irgendeine Dichtung. Ich weiß nicht, wie die heißen, ich kenne mich daher nicht so aus. Auf jeden Fall haben wir dann den Verkäufer kontaktiert und der macht das wieder heile. Und da müssen wir auch nichts für bezahlen oder so. Sondern er hat gesagt, das gehört einfach dazu, wenn man ein Auto verkauft, dass das Auto auch in Ordnung ist. Da! Der Wagen ist ein Schnäppchen aus dem Internet. Mal die Türen hier zu. Der Verkäufer übernimmt die Kosten für die Reparatur. Der neue Wagen war jetzt in der Werkstatt zum Reparieren. Ja. Wir sind bis nach Hause gefahren und es war schon wieder alles voller Öl. Der geht gleich in die Werkstatt, den bringe ich gleich dahin und dann bin ich mal gespannt. In der Lüneburger Heide ist das Auto von Natalie und Kevin repariert. Trotzdem geht es wieder um 4 Räder. Die beiden brauchen einen Zwillingskinderwagen. Gebraucht habe ich jetzt mal so um die 300 eingerechnet. Ob das reicht, das weiß ich nicht. Und ich schätze mal neu bis 450, beziehungsweise kann ich auch nicht. Ne? Irgendwann ist dann auch mal Schluss. Dazu kommt, zu groß soll der Wagen auch nicht sein. Sowas hier fällt für mich zum Beispiel schon mal raus. Der ist mir einfach zu breit. Guck mal, wie breit der ist und wie klobig. Das ist doch viel zu auftragen. Ja, gut. Ich fahre ja nicht durch die Stadt rein und jeder starrt mich an wegen so einem Kinderwagen.
Guck mal, da ist kein Preis dran. Kopf mit, ich sie auch Karl. Kostenlos. Hallo. 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 Wir suchen einen Zwillingswagen, der vielleicht nicht ganz so klobig ist, nicht so protzig. Also was möchten wir nicht? Können Sie mal ein paar zeigen vielleicht? Ein Modell, das recht klein ist und sich einfach auseinanderbauen lässt, ist allerdings teuer. In dem Moment, wo man ihn dann als Doppelten kaufen würde, würde er schon bei 1.500, 1.600 Euro in dem Moment liegen. Es gibt natürlich auch noch günstigere Alternativen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die vielleicht auch noch mal alternativ anschauen wollt. Ja, bitte. Das wäre dann eine etwas günstigere Variante. Ja. Hätte jetzt hier allerdings nicht die Sitzeinheiten wie wann nebeneinander, sondern hintereinander gesteckt. Mhm. Was natürlich immer den Vorteil hat, dass ich insgesamt nicht so breit werde, wenn ich ihn auch ins Auto legen würde. Aber in dem Moment, wo ich das Ganze dann so nutze, habe ich natürlich immer den Nachteil, dass ich ein Kind recht schlecht sehen kann. Einfach, weil es hintereinander gestaffelt ist in dem Moment. Also preislich liegt der Zoom mit zwei Wannen so knapp bei 900 Euro. Da sind denn die Wannen und die Sportsitze dabei? Ja, vollkommen richtig. Ah, gut. Der Wagen gefällt Natalie und Kevin. Der wäre doch ideal, oder? Schieb mal. Guck, gleichgängig der ist. Dann schiebe ich hier zum Auto. Mit 900 Euro ist der aber zu teuer. Hier in meiner Preiskategorie gibt es jetzt eigentlich nichts in dem so, was ich so gedacht habe. Aber ja, wir gucken einfach mal. Das bedeutet, sie suchen im Internet nach gebrauchten Zwillingswagen. Ah, guck doch mal. Tada. Also der kostet schon mal 350, aber hier gab es ja sogar noch günstigere. Guck mal, hier ist noch einer für 290. Hier ist tatsächlich einer für 230. Das wird ja immer billiger hier. Der ist in so einem Kotbraun. All die besten super Sachen, alles ist jetzt. Ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, was wir Tolles ergattert haben. Und zwar, ich hoffe, das sieht man. Hier haben wir einmal nämlich den Zwillingswagen. So. Den wir uns angeguckt haben in dem Laden da, der dort 1000 Euro kosten sollte. Den haben wir nämlich für 50 Euro ergattert. Und wir freuen uns richtig. Es sind die Babywannen dabei, alle beide. Wir sind richtig stolz und freuen uns, dass wir das so hingekriegt haben. 6 Wochen nach ihrem letzten Besuch sind Natalie und Kevin wieder in der Hamburger Asklepios Klinik. Natalie ist in der 25. Woche schwanger. Bei der letzten Untersuchung hatten ihre Zwillinge einen auffälligen Gewichtsunterschied. Na klar sorgt man sich. Aber ich will ja auch keine Füchse wild machen. Also warten wir einfach mal ab. Pränatalmediziner Dr. Becker wird sie untersuchen. Wie geht es Ihnen? Ich habe jetzt so einen Symphysengurt bekommen. Okay. Meine Frauenärztin sagt, es ist Symphysenlockerung. Ist halt beim Laufen tut das halt extrem weh, beim Aufstehen, okay. Hinlegen. Naja, gucken Sie Ihren Bauch an. Ja? Sie haben zwei Kinder im Bauch und entsprechend nimmt der Bauchumfang auch schneller zu. Die Symphyse verbindet die beiden Beckenhälften oberhalb des Schambeins. Während der Schwangerschaft kann sich das feste Gewebe lockern. Das ist für die Babys ungefährlich, aber für die Mutter schmerzhaft. Ja, der Spalt, der ist schon erweitert, ja. Mit 8 mm. Das ist schon erweitert, ja. Also das kann ich sozusagen gut nachvollziehen an dem, was ich sehe und messe, dass sie da Beschwerden haben. Ja. Und das wird. Das wird wahrscheinlich nicht besser werden. Ja? Benutzen Sie Ihren Gurt und natürlich kann man Ihnen gegebenenfalls noch helfen mit Schmerzmedikamenten, wenn es gar nicht anders geht. Aber in der Schwangerschaft natürlich prinzipiell eher Zurückhaltung, was das angeht. Ja. Nun untersucht Dr. Becker die Zwillinge und überprüft, ob beide gut im Mutterleib versorgt und gewachsen sind. Das Köpfchen liegt hier ziemlich weit unten. Ich misse das Köpfchen aus.
das Kleinhirn. Die zentrale Gehirnarterie. Der Blutfluss hier sieht gut aus. Gut, das reicht mir schon vom ersten Kind. Dann gucken wir nach dem Geschwisterkind. Der Pränatalmediziner misst bei beiden Kindern Kopf- und Bauchumfang und die Oberschenkellänge. Daraus errechnet er dann Größe und Gewicht. Und wie groß und schwer sind sie jetzt so, circa? Also das erste Kind hier auf der rechten Seite, das wiegt jetzt 660 Gramm geschätzt. Und das zweite hier drüben, das bisher auch immer schon größer war, das schätze ich jetzt auf 800 Gramm. Ja, also da ist richtig was passiert. Ja? Also letztes Mal, als wir uns gesehen hatten, waren wir bei 240 und 300. Der Gewichtsunterschied zwischen den beiden, der bleibt bei so knapp 20%. Der bleibt also sehr stabil im Verhältnis. Und das ist sehr gut. Ja? Also ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf. Hier noch ein paar Bildchen für Sie, ja, fürs Album. Dankeschön. Ab der 38. Schwangerschaftswoche sind die Babys keine Frühchen mehr. Das sind noch 13 Wochen. Auf der Heimfahrt kommen Nathalie Zweifel, ob sie das wirklich schafft. Mit den Zwillingen jetzt ist so eine Sache. Wir werden abwarten müssen, wie weit wir kommen. Also bei Leonie und auch bei Elena hatte ich ja beide Male vorzeitige Wehen. Bei Leonie lag ich ja auch zum Wehenstoppen im Krankenhaus. Von daher, also bis jetzt ist noch nichts davon in Sicht, aber gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir so weit kommen wie möglich. Dann muss Nathalie es aber auch noch rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen. Bislang sehen die Ärzte keinen Grund, die Kinder per Kaiserschnitt zu holen.